Das nennt man die Schlacht der Blödiane von Ignis. Es war noch nie so leicht, hier einfach mal ein bisschen aufzuräumen. Ich mache Kills, die hören eigentlich nur mich, weil die sind so dumm. Die stehen nur da, denken so, ja, der Drago kann nichts ausrichten. Und versuchen jetzt sicher schon 20 Minuten hier dieses Fort wieder einzunehmen. Nun gut, probiert's weiter. Ich brauche Hilfe. Oh. Ja, aber die gehen immer wieder, die kommen immer wieder hier hin. Die sterben, kommen wieder hier hin und ich bekomme keine EP. Nix bekomme ich übel. Tja, ja. Was? Save you late in the wild, no see you. Gated set everywhere. Yo, P. Ich frag mich, was das genau heißt. Das ist irgendwie so ein komisches Englisch. Ein Englisch, das eigentlich den Elfjährigen gehört. Und die machen es irgendwie nach. Sind ja nicht die, die so weit sind, aber. Was ist denn los? Spinnt ihr? Schau mal, da ist er wieder. Cool. Und der, immer der, schießt hier so wild herum. Immer der ist von der Seite. Sind immer die gleichen, die lernen nichts. Was ist das, eine KI? Da ist er wieder und Schuss. Haut wieder. Was ist das für eine? Anspruchsvoll, okay. Das kann man immerhin noch reingehen lassen, aber. Bitte Leute, lernt doch irgendwas im Kampf. Macht die Sache mehr Spaß. Ja, jetzt macht es wirklich keinen mehr Spaß mehr. So langsam gehen sie immer weiter weg und gehen immer nur kurz rein, schießen, gehen wieder raus. Das ist sowas von einem Memmenkampf, also. Viel zu schlimm. Etwas Schlimmeres gibt's nicht in diesem Spiel. Da gönnen wir mal ein bisschen Waffen wieder und dann gehen wir wieder ein bisschen alles oder nichts rein und holen die EP. Das ist mutiger Kampf. Boom. Hey, lasst mich. Hey Mann, unsere Reichsleute sind manchmal dumm. Also, alles in blöd. Hab doch noch mehr Angst. Also das ganze Spiel hat so viele Memmen, das ist Wahnsinn. Jetzt greift doch nicht immer die Paladin an, die Ritter. Hey Gott, oh Gott. Süß. Schaut euch den mal an. Komm, komm noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und? Nein, stirb. Stirb, stirb. So ein Feigling, hey. Er sollte ehrenhaft sterben. Das ist es. Ah, ich habe so langsam irgendwie den Spaß. Schaut, der ist. Ah, Leute, ihr stellt euch wieder an. Das ist Wahnsinn. Bitte nicht so viel. Was? Ich bekomme nichts? Frechheit. Hab nicht mal das davon ihr Bild bekommen. Greift doch endlich diese Hexe an. Ja, die bekommen Schaden nach einiger Zeit. Wisst ihr das nicht? Dann greift sie an, egal ob sie geschützt sind. Ja, bekomme ich auch nichts. So langsam bekomme ich wirklich gar nichts mehr. Das ist irgendwie schlimmer. Muss die Abklingzeit nachher ein bisschen besser.
Ja, sehe ich. Ah, ich habe es nicht abbekommen. Okay, dann greife ich dich nicht an. So. Schön. Wow, mega viel. Es sind alles Schwächlinge. Ich bekomme so wenig EP. Heftig. Jetzt geht nicht immer zu mir. Ich will immer von diesem Sultan Stair befreit werden. Das ist der Rotz-Spell Nummer 1. So, was haben wir da? Der Heisenberg. Jetzt hauen alle wieder ab. Gut. Vielleicht den mal angreifen. Pff, nicht einfrieren, Leute. So, mal ein bisschen Schaden reinhauen. So langsam bekomme ich auch die Itemsäbel. Aber schaut euch das mal an. Kein einziges Item gefunden. So viel Gegner getötet, nichts bekommen. Es wird irgendwie schlimmer. Das war bei Valhalla auch so. Ich hatte wirklich am Schluss vom Let's Play Staffel 4 keinen Bock mehr. Das Spiel war einfach elendig unfair. So, noch einen reingehauen. Also auf jeden Fall werde ich es mal immer wieder aufnehmen, wenn es spannend wird. Und wenn halt die Parts kürzer werden oder länger werden und so. Das ist eigentlich gewollt. Das ist einfach... LOL! Schaut euch mal die an! Sie reitet weg! Hey, kein Feuerball auf mich. Ein Meteor. Gut. Ich sah noch die Explosion deshalb. So, mal ein bisschen wieder. Weißt du, die Kleinen können immer auf die Dinge schießen, damit die Großen dann viel Schaden machen. Aber. Schaut mal, die. Das ist eine Hackerin! Eine totale Hackerin! Beatrice Kiddo, du warst doch ohne Hex am Werk im Film. Also, hack nicht! Eine, die reitet in der Schlacht mit Unsichtbaren. Heftigst! Was ist mit dem Spiel manchmal los? Ich will die wieder besiegen. Ja, komm, hau ab! Hau ab! Hau ab! Flieh, du Narr! Jetzt weiß die wieder. Ah, sie ist zu da gewesen. Ich hab sie nur nicht gesehen. So. Zum Beispiel den hier. Wie wäre es so zum Beispiel mit Boschüschen? Ja, ja. Ach. Pfeifen. Ist jetzt Pfeifen. So langsam. Werde ich richtig böse auf diese Stunts. Habt ihr gesehen, der Ritter voll in den Hintern geschossen. Ich gehe lieber wieder nicht in den Pulk rein. Heute. Eine doofe Schlacht am Samalfort. In der Hauptrolle einen kleinen Häschen namens Drago Basler und die Gilde United. Ui, wo sind meine Mitglieder? Hier ist zum Beispiel Lilly, aber die anderen sind nicht mehr hier. Ja doch, da vorne ist noch einer. Einer ist reingekommen wahrscheinlich. Ne, weiß nicht. Wollte einfach sterben. Ach man. Was ist denn los wieder? Hey? Ja, ich bekomme natürlich Schaden. Hä?
viel Reichweite hat das? Okay, diesmal war es natürlich ein bisschen klar, dass sie mich getroffen hat. Und dieser Scheißfluch, Stärke minus 10, Blitze herbeirufen. Macht mich langsamer natürlich, weil ich so viel Loot dabei habe. Und so viele Items, die ich einfach nicht in die Kiste verstauen kann. Naja, gut. So, wieder ein bisschen mehr Schaden machen. Get me! Ja, du! Ich hol dich! So. Dich auch noch ein bisschen. Schön. Oh. Da ist sie wieder. Ich mag die irgendwie. Sie hat so einen Touch von Abknallen. So. Oh, da ist sie. Ah. Schaut euch mal diesen Schuss an. Ist es nicht süß? Wie sie darauf reagiert. Sie haut ab. Oh. So. Wen quälen wir noch? Hier, die da. Ja. Pff. Ich kann nichts mehr machen. Schießen wir sie wieder ab. Wie sie wieder reagiert. Ich knall sie einfach die ganze Zeit ab. Komm, trollen wir wieder ein paar Leutchen. Ja, es ist schon viel getrollt hier. Menen el Aculquero. Gute Namen haben die Spanier manchmal. Pff. So. Ah, nee, nicht die ganze Zeit. Hey, ihr seid so Feigling. Seht ihr mal wieder mal nur echt mich. Hallo Leute, ihr müsst ein bisschen defensiv, also ja, nicht immer zurückziehen, aber defensiv sein. Vor allem mich verteidigen. Das ist doch das Wichtigste. Ah, jetzt habt ihr wieder ein paar Leutchen geholt. Die telefonieren immer so altmodisch mit diesen kleinen Telefonchen da. Den großen Hörer. Und dann. Ey, wir brauchen Verstärkung. Kommt. Bitte kommt. Und so. Und. Dann kommt sie. Mit einer riesen Invasion wieder. Es ist immer so. Manchmal denke ich einfach, die Leute wollen einen dritten Weltkrieg hier in Legnum. So, wer trollt sich mich ein bisschen zu trollen hier? Wer trollt mich? Ja, der ein bisschen. Ja, der Heisenberg, der ist sowieso ein bisschen Nazi. Also ich als Schweizer sehe mit dem einen Nazi. Sorry, aber... Naja. Ja, toll. Seid ihr lustig? Blöde Hexe wieder mal. Wie viele Hexe haben die jetzt? Zuerst viele Ritter, dann viele Barbaren und jetzt viele Hexe. Was ist los mit den Zöten? Ja, mit den Igen, meine ich. Ja. Jo. Dann verabschiede ich mich. Hier vom Sommerwort. Kann man gar nichts machen. Aber die Leute haben irgendwie Drogen genommen. Voll harte Spieldrogen. Boah, bin ich gut. Nein, nicht da drüben. Genau, so. Oder? Das ist doch gut. Das realistische Spiel der Welt.
Oh je, muss ich mich zuerst ein bisschen auslassen, so richtig wütend brüllen. Ja, mit Level 60 werden wir gemeinsam alle abschlachten. Ich werde alle Items holen. Und ja, mal schauen, dass ich jetzt Livestream machen kann. Auf jeden Fall mal einen Test machen. Kann eventuell auch ein bisschen später heute werden. Für euch gestern. Und oder vorgestern, nein, gestern. Ich habe ja nicht mehr so viele Videos, die ich hochladen muss. Außerdem werde ich ja wahrscheinlich ein paar nicht so beliebte Projekte nicht mehr auf 60 FPS hochladen, damit ich einfach schneller die hochladen kann und mehr Zeit auch für Regnum habe. Aber Regnum, ja, lasse ich mal auf 60 FPS als Belohnung. Ja, es ist einfach toll, wie ihr schaut. Und ja, mal gucken. So, was ich jetzt machen soll, ich weiß jetzt nicht, einen Booster kaufen für 9000 ist nichts. 100% Booster ist auch nichts. 9000, das ist 3 mal 2000. Ich warte jetzt noch ein paar Levels. Wenn ich einen guten Platz habe, wo ich leben kann, ja. Und ich weiß schon einen Platz. Ich werde ihn ein bisschen unter die Lupe nehmen, ob ich gut leveln kann und dort und so. Und dann level ich dort mal ein bisschen. Aber ihr wisst nicht, wo es ist. Damit ich von Jäger geschützt bin. Gut, wir gehen mal ein bisschen Vulkan hoch. Wir gehen oben durch. Nicht unten durch. Und auf jeden Fall kann ich Jäger extrem überraschen, wenn sie halt nicht immer stunnen. Gibt es jetzt eigentlich ein Item oder mehrere Items, die Stunts verringern? Also ein Attrib, also ein Item-Boni-Teil, so, ja. Prä- und Suffix kenne ich jetzt nicht, aber ja, ich bin ja auch noch nicht so erfahren. Mal schauen. Glyphos. Soll ich die angreifen? Ja, jetzt noch mehr. Einfach mal ein bisschen testen. Ich greife die Gegner immer so manchmal 10, 20 Mal an. Um zu testen, wie sie droppen. Und dann schaue ich mal, ob ich hier leveln kann. Ja, das ist ein Werwolf. Der eines Jungen greifen. Ah, Eier. Falsch gelesen. So. Ich hab mehr Geist, aber der kann ja greifen, klar. Wow. Bisschen piercen. So. Und ab. Oh. Macht aber wenig Schaden. Ja, immer nur Loot. Das Spiel ist völlig korrupt im Farmen. Die Spiel, die NGD Studios haben da richtig etwas verbockt. Die wollen natürlich, dass man Geld ausgibt fürs Spiel.
Ja, mache ich ja. Ich habe jetzt fast 50 Euro ausgegeben, aber. Nee, es. Da machen sie noch schlimmere Sachen. Das ist nun mal so. Wie kommt man jetzt hier runter? Ich will dann nämlich da drüben hin. Na gut. Pff. Ja, jetzt ist er nur da. Ich will mehr Gegner. Irgendwo hin, wo es mehr Gegner hat. Ja, ja. Aber sicher nicht hier. Hallo? Ich finde die Bäume irgendwie so interessant auf den Felsen. Das erinnert mich so an die Schweiz. Hier gibt es richtig viele. Ja, so Bäume, die auf kleinen Felsen drauf sind und so. Aber so komisch, schon lustig. Ja, ja, genau. Ach, nerv nicht. Das haben sie auch schlecht. Jetzt dachte ich schon, er geht wieder rein. Ich habe mal einige Zeit so Interviews von der Gamescom angeschaut. Und man sieht, die Entwickler haben gar keine Ahnung, dass das Spiel eigentlich schlecht ist und so Sachen. Also, jetzt nicht auf Rechnung bezogen, aber auf andere Spiele bezogen. Die Leute heutzutage entwickeln nur noch fürs Geld und haben dann einfach keine Ahnung, wie sie ein Spiel denn auch besser machen, damit sie mehr Geld bekommen. Und ja. Ich kann jetzt wirklich auch sagen, die Spieler wissen nicht, was ein gutes Spiel ist, sozusagen. Beziehungsweise sie wollen nicht ein besseres Spiel, weil sie irgendwie Fans sind. Ein Spieler wird zu schnell Fan von irgendwas und dadurch bekommen die Entwicklerstudios natürlich am meisten Geld, die halt einfach irgendwie am meisten Marketing machen, aber nicht am besten entwickeln. Ich könnte viel dazu sagen, weil ich mich recht gut informiere darüber und so, weil ich einfach intelligent sein will. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich will der Beste sein, der Intelligenteste um die Spiele und so. Nein, es ist einfach, je intelligenter ich mich mache, also werde, desto mehr verstehe ich das auch, oder? Und, oh, nein. Die sehen wir auch zu spät, vor allem die Größe. Hey, Cheater. Gehen wir mal da nach oben. Also eben die Entwicklerstudios würden viel mehr verdienen, wenn sie einfach mal entwickeln würden, als aufs Geld zu schauen. Wie viele schwarze Wölfe gibt es hier noch? Oder dunkle Wölfe? Es geht mal gar nicht. Ja, ja, dann treffe ich nicht. Lass mich jetzt in Ruhe, ihr Dingsbums. So, musst du jetzt eigentlich auch hier leveln? Die Spiele sind manchmal auch recht frech. Vor allem, wo bekommen die die Stärke her? Also, manchmal machen die recht viel Schaden. Jetzt die macht jetzt nicht so viel Schaden, aber so ganz normale Ritter machen mega Damage an den Gegner.
Eventuell haben die einfach recht gut, ja, die haben ja Spanisch, also die können sich gut untereinander verständigen, handeln gut. Und dann haben sie diese Sachen, oh, das ist einfach Twink. Ich denke, es ist Twink, aber es ist halt einfach für mich nicht leicht, für Neulinge in dieses Spiel reinzukommen und dann noch zu leveln. Lasst mich mal ein bisschen treffen. Oh, Matter. Imperiahorn. Wie geht's dir? Haben wir, ja. Ja, toll, ich sterbe. Nein, ich sterbe nicht. Bier. Jetzt lese ich Bier. Eier eines Jungen greifen. Bier eines Jungen greifen. Nein, du kommst nicht zu mir. Ich gehe. Tschüss. Hey Leute, was ist jetzt? Oh, da ist jemand verliebt im Chat. Nimm mit. Okay. Dachte, sie will das aufnehmen. Jo. Weil manchmal bekommt man recht gute Schätze über. Das ist jetzt nämlich ein hohes 6609 Münzen. Und manchmal bekommt man richtig hochlevelige Items über. Aber ich hatte nur Rittersachen. Schön verliebt ineinander. Ja. Also hier zu leveln lohnt sich nicht so. Die Gegner sind einfach zu stark für einen kleinen Neulingshasen. Wir schauen noch ein bisschen herum. Ja. Oh, ein Zeltplatz. Ah, das ist hier, ja. Das ist aber niemand. Komm, wir gehen ein bisschen baden in diesen Eimer. Schönes Waschbecken. Oh, schaut euch mal dieses Furzloch an. Torkoal hat wieder mal ein bisschen Probleme gehabt mit der Verdauung. Oh. Sieht man schön von hier oben. Gut. Jo. Ich gehe eventuell an den Strand wieder leveln, weiß jetzt nicht genau, wo ich soll. Ja, ich gehe am Strand. Ja. Da droppen sie ja auch nicht. Und die Golems sind wahrscheinlich jetzt schon grün oder so. Naja, also ich beende dieses Video. Und ja, der nächste Parkour kommt ja eben wie immer einen halben Tag später. Und ja, Livestreams immer abends, wenn es klappt. Also meine Leutchen, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.